fast über 20 Jahre bin ich auf der Tour. Ich habe viele Spieler kommen und gehen sehen, viele Generationswechsel mittlerweile auch. Und ja, wenn ich zurückschaue, hat sich das Tennis auf jeden Fall verändert. Also es ist viel athletischer geworden, es ist viel mehr Power in den Schlägen der Spieler. Auch das Drumherum hat sich über die Jahre verändert. Da muss man sich auch ein bisschen anpassen, wenn man auch schon eine der älteren Generationen ist, muss man auch gucken, okay, wie passt man sich ein bisschen auch an das Drumherum. Aber am Ende ist es wirklich wichtig, so seinen eigenen Weg zu gehen, mit der Erfahrung auch versuchen, auf den Platz zu gehen, für mich persönlich. Und daraus natürlich für mich die Kraft zu nehmen, wenn man so eine Matches spielt. Es ist für mich schon mein Leben, beziehungsweise deshalb bin ich auch zurückgekommen, weil ich es liebe, Tennis zu spielen und diese Leidenschaft für den Sport einfach so groß ist. Und das war für mich eigentlich von Anfang an keine Frage. Ich wollte alles geben, um nochmal zurückzukommen, um das zu leben, was ich einfach liebe. Und da ist wirklich, ich kann nur von Glück und von Dankbarkeit reden, dass das alles jetzt drumherum so zu organisieren ist, dass ich alles unter einen Hut bringe. Natürlich ist es viel stressiger, man muss spontaner sein, flexibler, nicht zu weit nach vorne planen, sondern tatsächlich von Tag zu Tag. Aber ja, es geht alles. Ich glaube, da habe ich auch den Mut gezeigt, das einfach nochmal zu versuchen. Und Tennis ist für mich weiterhin, also es hat eine große Bedeutung, es ist meine Leidenschaft und ich liebe es, auf dem Platz zu spielen und zu gehen. Und diese Emotion, die man auf dem Platz hat, die bekommt man nicht so schnell neben dem Platz wieder.